Herzlich willkommen zu The Binding of Isaac. Das Spiel hat sich pausiert, das ist wunderschön. Wir spielen mit Isaac. Wow! Eine XL-Map. Wir starten vor dem Itemraum, haben aber keinen Schlüssel. Das ist verdammt scheiße. Ah, da haben wir unseren Schlüssel. Das ist sehr schön, weil dann kann ich gleich gucken, ob ich das Item wegwürfeln will oder behalten will. Du bist Little Steve, ne? Da hätte ich doch lieber Little Steve mitgenommen. Naja, was soll's, ich lasse mir erstmal liegen. Könnte ich bestimmt nochmal wegwürfeln. Nichtsdestotrotz brauche ich noch einen Schlüssel. Ihr Spinnen seid eigentlich verdammt scheiße. Ihr auch. Jo. Lucky Toe. Ich bin mir echt nicht sicher, was das Trinket macht. Hat es denselben Fuß-Effekt wie den... wie der Lucky Foot oder... keine Ahnung. Münze. Zweiter Itemraum. Bombe. Schaden genommen. Noch eine Bombe, die die Fliege in die Luft sprengt. Noch eine Bombe, die mich trollt. Wir gucken, ob ich das Horror of Babylon nicht nochmal wegwürfeln kann. Für was viel Schöneres. Wenn jetzt irgendwas wie die Chocolate Milk oder so rauskommt. Und Scheiß. Oha! Dead Sea Scrolls, fick dich! Das Item braucht doch keine Sau. Hör auf zu scheißen. Wie bist du? Nein, du hörst auf. Dankeschön, dann gucken wir doch gleich mal in den zweiten Itemraum. Und hoffe, dass da ein Item ist, das ich sofort nehme. Du bist die Distant Admiration, ne? Dich nehme ich. Eine andere Attack Fly, die ein bisschen näher an mir grenzt, wie die Forever Alone. Diese Fliege in Kombination mit Forever Alone und dem Halo of Flies ist eigentlich verdammt geil. Ist eigentlich verdammt geil. Weil dann bist du so gesehen der Herr der Fliegen und so, ich will das Dead Sea Scrolls weghaben. Ich will was viel Besseres. Da bleibe ich dabei. Die Blood Rites, die will ich eigentlich auch nicht haben. Ich stehe nicht so auf Items, die mir Schaden machen. Ich werde zwar durch das Ding stärker, aber ich, ich bin nicht so gern der Emo. Außerdem muss Isaac sich nicht mit der Rasierklinge rasieren. Oder mit diesem Rasiermesser ist es ja noch. Ei. Nee, daneben war ich schon. So, die nächste Aufladung klappt bestimmt. Will ich nur hoffen, dass ich dann auch ein schönes Item bekomme. Jetzt habe ich mich, glaube ich, die Distant Admiration. Ich liebe sie. So, jetzt komm schon. Gib mir was. Gib mir was, was okay ist, ja. Es muss nicht overpower gut sein. Es muss einfach nur okay sein. Es muss so sein, dass ich sage, ja, das nehme ich. Nicht Chocolate Milk oder so. Oder Lemon Mishap. Oder den Scheiß. Kamikaze will auch keinen Sau haben, ey. Geh kaputt. Envy. Ja, ganz klasse. Oh, ja, genau. Genau. Ich brauche noch die Forever Alone Fliege und die könnte ich mir ja herbeiwürfeln. Wenn ich Glück hätte. Was ich nicht habe. Wie man hier sieht. Geh kaputt, Mann. Dankeschön. Münze. Bumm. Machst du den Geheimraum auf? Nein. Hätte ja sein können, dass er da ist.
So. Diese Aufladung. Ja, pack dich da mal durch, ist okay. Mhm. Für den Arsch, würde ich behaupten. Sollten jetzt kommen, bitte. So viele schlechte Items kann es ja jetzt gar nicht mehr geben. My Reflection. Ah, den nehme ich. Den Magic Mushroom nehme ich. All Stats up, der macht gerade mal alles hoch. Und ich find's klasse. Schadenhöhe, außer Range macht er. Range nicht, glaube ich. So war das. Aber ich habe jetzt erstmal, ja, das ist okay. Das nehme ich so hin. Das nehme ich so hin. Du bist Wheel of Fortune. Dich nehme ich mal mit. Pin. Du alte Sau. Dein Item könnte ich auch nochmal würfeln. Aber du könntest mir das Meat geben. Und das Meat wäre eigentlich nochmal ein kleines Damage-Up für mich. Und das wäre eigentlich cool. Ich würde sagen, wir machen erst den Boss, bevor wir dann uns entscheiden, welches Item wir wegwürfeln. Wenn wir es überhaupt wegwürfeln. Ah, du machst dich selbst kaputt. Du gibst mir Stem Cells. Ich lasse es mal liegen. Und komm zu dir. The Blinded Opium. Ach du Scheiße. Oh. Dann will ich das hier definitiv wegwürfeln. Nehme mir die Range ab, die durch das Magic nicht aufgedingst wurde. Und dann nehme ich mir das mit, weil das ist dann einfach nur zu gut. Ja, ich denke, das hat sich doch gelohnt. So, jetzt bräuchte ich dann aber wieder Schlüssel für Caves 1. Denn ich mag Schlüssel. Ich mag Schlüssel sehr. Komm, geh auf. Komm schon, komm schon. Jetzt bist du gerade für dich selbst dumm aufgegangen. Also ich meine, du wärst so oder so gestorben, aber immerhin. Sehr schön, den Schlüssel bekomme ich direkt vor dem Itemraum. Das ist jetzt weniger geil gewesen. Das war jetzt echt weniger geil. Die Distant Admiration macht aber, glaube ich, mehr Schaden als die Forever Alone. Dich will ich gar nicht wegwürfeln. Dieser Run verspricht eigentlich schon wieder gut zu werden. Kann das sein? Kann das sein? So, was haben wir hier? Wir haben hier Gertie. Ah, gut. Auf Gertie stehe ich nicht so, aber was will man tun? Wir haben genug Verstärkung. Scheiße. Die uns den Tag versaut. Seit wann spawnst du die Wichser? Du bist auch Range-Up, oder? Wie ist denn unsere Range? Ja, alles klar. Mache ich das hier. Unsere Range ist eigentlich ganz okay. Natürlich können die besser sein. Aber ich wollte jetzt nicht. Ich leg's jetzt nicht drauf an. Range-Ups gibt's so oft. Ich meine HP-Ups auch, aber ich habe jetzt eigentlich auf was anderes spekuliert. So Pentagramm wäre jetzt auch cool gewesen. Oder Meat. Was ja HP und Damage-Up ist. Eieiei, da habe ich einen ganz großen Fehler gemacht. Aber egal, ich will mich jetzt erstmal weiter umgucken. Ich weiß nicht, der Challenge-Raum. Da kann ich eh nicht rein. Weil ich keine vollen HP habe. Und ich hasse die Dinger. Ich hasse sie. Der Shop bringt uns auch nichts, weil wir nicht genug Münzen haben. Von daher würde ich sagen, wir gehen einfach weiter. Ah, die Karte. The Devil. Ja, den nehme ich mit. Mehr Schaden schadet nie. Außer den Gegnern. Natürlich schadet mehr Schaden den Gegnern. Was mir aber persönlich egal ist. Wir gehen doch nochmal in den Challenge-Raum gucken. Weil wenn da die Hormone liegen, die Wachstumshormone, dann nehme ich die
liebend gerne, weil das ist Speed und Damage. Nee. Wenn das natürlich sowas ist, dann lasse ich das liegen. Mir fehlt nur noch ein Item. Da habe ich alle Items einmal gehabt. Aber dafür fehlt mir noch das Achievement. Ah ja. So, einen Schlüssel habe ich schon, aber ein weiterer könnte so als Schutz nicht schaden. Das nehme ich liebend gerne an mich. Ein goldenes Häufchen. Da befindet sich Geld drin oder der Counterfeit Penny. Aber ich glaube, dann bleibe ich lieber beim Lucky Toe. Obwohl ich nicht weiß, was der macht. Es ist der Counterfeit Penny drin. Was unser Geld verdoppeln lässt. Oder kann, wenn wir Geld aufheben. Kann sein, dass wir mal so zwei Münzen aufheben, anstatt nur eine. Gut. Eine Blutbank wäre jetzt echt nicht so das Schlechteste auf der Welt. Dass ich dann in den Boss-Challenge-Raum kann. Würde ich wirklich sehr begrüßen. Gut, an die komme ich nicht ran. An die will ich auch nicht ran, denn ich habe 6 Bomben. Das ist vorerst genug. Ah, scheiße. Da bist du ein bisschen zu weit gelaufen, Isaac. Ihr seid eh scheiße. Zack, den will ich haben. Sehr schön. Den Itemraum möchte ich aber auch noch haben, ne? Nicht, dass ihr meint, ich hätte den jetzt vergessen oder so. Liebes Spiel. Ja, genau. Das Ding fliegt ganz klein und trifft mich trotzdem da hinten. So, was haben wir hier? Two of Spades. Verdoppelt die Schlüssel. Das heißt, wir haben 4 Schlüssel. Das ist doch immerhin etwas. Ich muss näher ran, weil mir tut der Nacken weh, weil ich so gerade sitze. Und dann auf diesen Bildschirm hier starre. Upsala. Gut. Ich hätte gerne noch eine Arcade. Also so eine Arcade wäre cool. Nee. Aber wir gehen mal rein. Wir gehen mal rein. Zweimal dieselbe Pille. Zweimal eine Telepilz. Ich glaube, da nehme ich eine sogar mit. Oder? Nimm mal eine mit. Also, ja, ne? Nö, dann nehme ich keine mit. Aber ich... Ah, doch. Nee. Wir bleiben bei der Devil-Karte. Entschuldigung, ich habe gegen das Mikro gehauen. Ich hoffe, man hört mich noch. So, und dann gucken wir uns mal den Boss an. Nicht den Boss-Challenge-Raum, leider Gottes. Obwohl, wir haben einen Opferraum. Ah, das machen wir dann nach dem Boss. Nach dem Boss gehen wir in den Opferraum und opfern unser Blut, um in den Boss-Challenge-Raum zu kommen. The Husk. Oh, Champion the Husk ist es sogar. Der nur Bombenfliegen spawnt. Okay, genau das, um mich wieder voll zu machen, aber ich will mich ja nicht voll machen. An Leben. Den nehme ich sogar mit Speed up. So, dann gehen wir uns jetzt ein bisschen opfern. Können es ja dann ein klein wenig wieder heilen. Ich hoffe, dass der Bossraum was Gutes droppt. Wenn ich habe ja noch einmal den Würfel. Ah, den hätte ich aber im Speed up. Na, Speed up nehmen wir mal. Dup. Oh, nur ein halbes Herz. Aber ein halbes bekommen wir. Das heißt, wir nehmen auch ein halbes. Oh, wenn ich jetzt eben in die Stacheln gelaufen wäre, das wäre nicht cool. Das wäre nicht gut ausgegangen. So, sei was Gutes.
HP ab, das nehme ich. Hier benutze ich dann auch gleich die Devil-Karte. Weil gleich alles auf einmal spawnt. Das ist, cool. Das ist verdammt cool gerade. Hat er gerade den einen Larry getötet? Weil er auf den gesprungen ist? Kann das sein? Dauna! Gut, das HP hab ich mitgenommen. Ich denke, jetzt ist aber so der Zeitpunkt, dass ich die HP ab, falls eins kommt, wegwürfle, außer es sei das Meat. Ja, außer es sei Meat, weil Meat macht ja noch Damage ab. Wir könnten mal nach dem Geheimraum suchen und könnten eigentlich mal gucken, was da im Shop los ist. In der nächsten Episode von... Nein. Isaac, keine Rückmeldung. Das heißt, wir warten jetzt erstmal nur mal eine Runde, ne? Und sind ganz lustig und fröhlich und Linz erstmal zurück. Weil wir so cool sind. Und dann gucken wir, wann es weitergeht mit The Binding of Isaac. Yeehaw! Ich pausiere jetzt auch die Aufnahme nicht. Das guckt ihr euch alles an. Erst wenn Isaac abstürzt, gehe ich weg. Wie beim guten Kinofilm. Erst wenn der Abspann sagt, er ist rum, geht man. Nicht, wenn der Abspann anfängt. Ja, geil. Gib mir Necropolis 1. Was so viel heißt wie Masken und ihre Herzen. Kurz gesagt, ultra beschissene Gegner, die man mit Isaac lieber nicht machen sollte. Jeha. Oh, und ich habe nur zwei Herzen. Das ist definitiv nicht geil. Bei meinem Glück bekomme ich Gish als Endgegner, wo mir das Item echt nichts bringt. Das man auch nicht wegwürfeln kann, weil es vorgeschrieben ist. Weil es eben Gish ist und so ein Shit. Gut, hier macht mir alles einen Schaden. Jetzt kann man sich selbst überlegen, ob das gut oder schlecht ist. Ich finde es relativ cool. Das kann ich auch. Nur nicht so gut. Ciao, Freunde. Da hinten will ich jetzt eh nicht hin. Also das, was ich eben im Shop gesagt habe, das könnt ihr jetzt abschreiben. Da hinten sind Masken. Hey, da ist Creed. Oh, hier macht uns auch ziemlich viel einen Schaden. Das ist auch geil. Ach, leck mich. Ich gehe einfach weiter. Hier macht mir auch ein bisschen was einen Schaden. Jawohl. Überall macht mir irgendwas einen Schaden. Gut, da komme ich nicht ran. Und ein Herz auf ich bestimmt nicht. Da will ich nicht ran. Aber da unten könnte der Geheimraum sein. Also gucken wir doch einfach mal, ob da nicht der Geheimraum ist. Ja, sehr schön. Hat sich voll gelohnt. Scheiße. Ich will jetzt auf den Weg nicht zurückgehen, da bin ich faul. Das war geil, oder? Das war richtig gut eben. Gott sei Dank waren da zwei blaue Herzen drin. In diesem kackgeilen Stein. Sonst wäre ich eben noch grandios gestorben. Oder wäre ich jetzt sehr bedroht. Dann wäre ich eine aussterbende Art der Tiere. Greenpeace schütze mich. Oder, nee, WWF schütze mich. World Wrestling Federation. Ach, Quatsch. Diese Tierschutzorganisation. Ihr wisst, was ich meine. Machen wir mal ein bisschen Werbung für die. Die Armsäcke bekommen sonst keine Aufmerksamkeit. Also, wenn ich jetzt getroffen werde, bin ich tot, ne? Ich glaube, so kann man das ausdrücken. Ups. Lustig, lustig, tralalala. Bald ist Spaß dies Abend da. Ja. Geh einfach nur sterben, ja? Ich mag keiner. Pushpin. Sorgt dafür, dass ich in meinen Schüssen ab und zu mal ja, komm, dich nehme ich sogar mit, Geisterschuss drin hab. Ich werde sterben.
Also hier jetzt ein ultra geiles Item drin. Nee. Sorry. Da sage ich liebevoll nein. Und ich werde jetzt auch gleich den Boss machen, bevor ich irgendwie noch mehr Schaden nehme. Und ich hoffe, dass es ein angenehmer Boss ist. Monstro 2 wäre eigentlich noch ganz okay. Mask of Infamy. Es ist War. Das heißt, wir bekommen einen Cube of Meat und einen Typen, der uns ein ganzes Herz Schaden macht. Das ist geil. Ah, nein, scheiße, ich hab das Harlequin Baby. Das ist doof. Mit dem, mit der Seele. Das will mir nicht gefallen. Mit der Seele dann. Außer jetzt. Jetzt ist das natürlich cool. Bomben, überall Bomben. Und wo kommst du? Du kommst von da unten. Und dann verfolg mich mal, Baby. Und sag meiner Distant Admiration Hallo. Ich habe eine einstweilige Verfügung gegen dich und die heißt Distant Admiration. Da will ich noch nicht runter, nicht unter das Herz. Aber jetzt will ich da runter. Zack, weiter runter. Ich hätte erwarten können, bis mein Würfel nochmal voll gewesen wäre, aber nein. Nee. Ich sollte aufhören mit den ganzen Boss-Challenge-Räumen, die machen mir alles kaputt. Fick dich, Creed, fick dich, ganz ehrlich. Ich feiere dich gar nicht mal so hart. Ups. Oh, das geht nicht gut aus. Du bist die Telepill. Ja, ne? Ich bin gerade ein bisschen still, ne? Das ist nicht meine Absicht. Ein guter Isaac Run ist das definitiv nicht. Das ist definitiv wieder ein Let's Fail. Oder ein, Let's Fail The Binding of Isaac. Irgendwie kann ich das nie, wenn ich dazu kommentiere. Oder laber, oder call it however you want. But this is not... I'm not amused. Definitely not. Not with this jerks right now. Fuck you. Yep. Creed. Nick. Aber will ich das? Nee. Jetzt will ich es eh nicht mehr. Auf der anderen Seite, wir könnten mal gucken, was im Itemraum so lauert. Ich meine, Cube of Meat habe ich jetzt einen. Ich würde dann nur noch einen bekommen. Ich weiß nicht. Ich meine, jetzt habe ich auch nicht mehr die Münzen dazu, aber vielleicht findest du ja nochmal. Ja, geil. Ich bin aber auch wieder ein Idiot heute. Das ist, weil ich wieder keine Lust zum Spielen habe, aber irgendwas brauche, um es hochzuladen. Vielleicht soll ich einfach mal so eine Hochladepause ankündigen und dann einfach sagen, nö. Was bist du? Die Bad Trip Pille. Die geilste Pille, die es gibt. Und du bist auch super. Mhm, geil. Ja. Ob der Itemraum was Gutes hat? Das ist nicht der Itemraum. Das ist auch definitiv nicht gut. Du kannst mal chargen und eines von diesen Stacheldingern da reinfahren, weil dann bist du tot. Ja, fast. Jetzt bist du tot. Da musste ich noch ein bisschen nachhelfen. Vorm geilsten Raum sind die geilsten Gegner.
endet definitiv nicht gut. Wenn du mich jetzt noch einmal triffst, bin ich tot. Du kannst dich mal verpissen. Itemraum! Sag mir, du bist was Gutes. Dich nehme ich mit wegen den Bomben. Und dann nehme ich den hier und dann mache ich das hier. Dich benutze ich einmal und dann bist du weg. Und das hier ist mein sicherer Tod. Und wisst ihr auch wieso? Oh mein Gott. Ich werde sowas von drauf gehen. Schalalala. Maggie's Faith. Ich verzock hier mein Geld. Ich schwör's bei Gott. Und ich spreng hier Wichser in die Luft. Einfach nur, weil ich das hier will. Sag mir, du bist eine Full Health Pille. Tier ist down. Ja, geil. Maggie's Faith ist besser als der Scheiß. Wir starten in jedem Stockwerk mit einem weißen Herz, das uns dann am Ende des Stockwerks zu einem ganzen roten wird. Telepillen nehme ich mit. Ich verzocke hier mein ganzes Geld, ich schwör's. Ich lebe jetzt erstmal wieder ein paar Runden. Und kann jetzt erstmal wieder ein paar Runden aufschließen. Irgendwas, was mir so in den Weg kommt. Aber ich hätte gern mehr Herzen. Du könntest mir ein Herz hinterlassen, du Arschloch. Du verdammter Penis. Dann zocke ich dich noch einmal. Und noch einmal. Und dann bist du tot. Sehr schön. Und dann gibst du mir das, was ich so halbwegs will. Nee, was ich eigentlich will, ja. So. Frage ist, nehmen wir das Polaroid? Ich meine, wir waren schon mal in der Kiste. Die Kiste haben wir schon mal gesehen. Satan haben wir nur angefangen zu sehen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal runter zu Satan. Dem guten alten Knacker. Und wollen den auch diesmal, den haben wir schon mal mit Eve gesehen, ich weiß. Aber ich will den auch diesmal blätten. Wir haben Isaac schon gesehen und deswegen Satan. Aber erstmal Mami. Hallo Mami. Telefon. Ist unglaublich sowas. Bist du während deinem eigenen Let's Play angerufen. Das ist geil. Aber gut, die Leute wissen ja nicht, dass ich aufnehme. Ich bin jetzt auch definitiv nicht sauer auf diese Person und ich werde auch definitiv nicht ihren Namen verraten. Aber Sauerei sowas. Nein, Quatsch. Sowas ist definitiv keine Sauerei. Ja, geil. Du Sau. Ich bin auch schon mal während dem Let's Play von meiner Oma angerufen worden. Das war auch lustig. Alex hat dann so lange weitergespielt. Das war damals im Let's Play Together Super Mario Bros. 1. Ich glaube, das drängt aber, dass ich da jetzt irgendwas... Weil der Anruf schien wichtig zu sein. Wieso hätte der Scheißauge jetzt nicht irgendwie da bleiben können? Weil dann wäre Mami tot gewesen. Eieiei. So, geh sterben, Mami. Ich habe gesagt, geh sterben. Danke, du bist tot. Dich will ich nicht. Ja, dann nehme ich eher dich mit. Tears up und Strength. Nehme ich fürs nächste Mal mit. Und weiter nach unten. In die Room 1. So, Maggie's Faith. Maggie's Faith schlägt zu. Ein weißes Herz. Ein Schutzherz für uns, so gesehen. Aber wir schaffen die Ebene eh nicht, ohne Schaden zu nehmen. Weswegen das eigentlich egal ist. Wir werden sowieso gleich sterben. Nichtsdestotrotz landet der Run nicht im Papierkorb, weil, ja, ne, er war okay. Davon abgesehen, dass wir mal wieder sterben. Aber es heißt ja nicht umsonst, let's fail the Binding of Isaac. Ultra Sloth. Gut, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich hier von euch, was the Binding of Isaac angeht. Das war's für heute. bis dahin, was ist das? Ach, das soll dieser Schlotter da darstellen. Okay. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.